Herzlich willkommen beim dritten Video meiner Westalpen Offroad Tour. In den ersten zwei Teilen habt ihr gesehen, wie wir über den Montchafro, die Assietta-Kammstraße und den Sommelier gefahren sind. Wir haben diese drei Touren jeweils sternförmig von Ols aus erledigt. Heute geht's also weiter Richtung Süden, wir kommen vorbei an Embrun und fahren zu unserem heutigen Schotter-Highlight, dem Col de Papillon. Am Ende des Tages werden wir zwar noch den Col de la Bonnette beschreiten, aber warum der Col de Papillon dieses ganze Video belegt und ein echtes Highlight war, das seht ihr jetzt. Auf dem Weg zum Papillon, hier in Frankreich. Wetter ist hier links, bisschen bedeckt, aber da rechts schaut es ganz gut aus. Und wir wollen natürlich tendenziell links. Ist ja klar. Bin mal gespannt, weil der Papillon soll gesperrt sein wegen Bauarbeiten, die bis heute noch andauern. Hat mir jemand über Instagram heute früh bis gestern Nacht geschrieben. Und ja, jetzt schauen wir mal, weil da oben gibt es so einen Tunnel, der sehr bekannt, beliebt ist. Ob wir von der Nordseite kommend, also von Embrun oder Embrun, überhaupt so weit hochkommen oder ob schon direkt unten das Schild steht, hier keine Auffahrt. Mal schauen. Also wie es bisher ausschaut, kann man hochfahren. Wir haben bis jetzt noch kein Schild gesehen. Das TomTom hört dann oben an, irgendwann auf, weil es die Strecke nicht mehr kennt. Die wird ja dann irgendwann zu Schotter. Mein kleines Garmin kennt die Strecke. Da ist auch jetzt der GPX-Track drauf. Das ist natürlich jetzt in solchen Situationen immer ganz praktisch, wenn dann irgendwann das TomTom nicht mehr weiter weiß, dass man mit dem kleinen Garmin dann einfach gucken kann, wo der Weg lang geht. Und da sind ja echt alle Wanderwege und Co. eingezeichnet. Also die Wahrscheinlichkeit, dass auf dem Garmin ein Weg nicht, also auf der Garmin-Karte nicht drauf ist, ist doch sehr gering. Papillon ouvert. Papillon ouvert. Ja, ja, okay, dann schauen wir mal. Ups. Was hier so los ist. So, hier gibt es eine schöne, das ist das leichter, feuchte Erdboden. Schaut immer lustig, wenn man von hinten sieht, wie man Papa durch diese Mulden durchsackt. Muss aufpassen, dass man nicht aus Versehen am Gas dumm zieht, wenn man da durchfährt. Auf dem Boden natürlich ist der Reifen ein bisschen schlechter, weil er sich nicht so wirklich reingraben kann, weil er dazu zu wenig Profil hat. Auf Steinen ist es, wie gesagt, ein bisschen entspannter mit dem Reifen. Also scheint, dass alles offen ist. Die Straße hätten sie ja schon ein bisschen schöner ausbauen können. Ui, ein Murmeltier, Alter! Ich werde verrückt, ein Murmeltier. Ich werde verrückt, ein Murmeltier. Vor meiner Fresse. Mach mal aus, das ist ein Murmeltier. Mach mal deine Karre aus. Siehst du es? Bin auf der Jagd nach dem Murmeltier. Put, 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 put. Gru, gru. Eine Wasserdurchfahrt. Damn, jetzt habe ich kein Instagram-Foto gemacht mit der Wasserdurchfahrt. Verdammt. Aber die Murmeltiere waren cool. Vor allem, weil ich neulich noch eine Doku darüber angeschaut habe. Die eigentlich voll süß sind. Vor allem, weil sie so dick und wabbelig sind.
Auf der rund 2600 Meter hohen Passhöhe des Col de Papillon genossen wir die Einsamkeit und Ruhe. Wir waren die ersten Motorradfahrer an diesem Tag. Im Vergleich zum Sommelier ist der Papillon keine Sackgasse, sondern eine Verbindungsstraße Richtung Süden. Wer also hier vorbeikommt, sollte unbedingt die schöne Auffahrt zum Papillon mitnehmen. Oben angekommen, erwartet einen ein 500 Meter langer unbeleuchteter und unbefestigter Tunnel, der auf der Südseite wieder ins Tal hinabführt. Was uns hier noch bevorstand und ob wir uns wirklich auf die andere Seite des Tunnels getraut haben, das seht ihr jetzt. Alter, diese Eistappen sind schon übel. Oh. Alter. Ist das witzig. So, wir sind im Tunnel. Papillon. Ihr seht ziemlich krasse Eiszapfen hier oben. Wir haben gerade schon damit 10 Minuten verbracht, hier in der Mitte, da war noch viel heftiger runterzuschlagen. Ich meine, wenn die euch am Kopf treffen, jo, ich weiß nicht, dann ist der Helm meist gut beschädigt. Da hinten ist das Ende. Aber da sind jetzt da weiter vorne, hier so irgendwo, so viele Löcher, wo wir nicht wissen, was drin ist. Es ist halt super vereist, der Boden hier. Hier überall unsere runtergeschlagenen Dinger. Und das hier ist alles Eis. Ich glaube, das Risiko sind jetzt gerade oder mein Papa auch ein bisschen so groß, dass uns am Ende ein Eiszapfen auf den Kopf fällt oder wir einfach in diesen Eislöchern hier umkippen. Voila. Ja, seht ihr, so gesehen haben wir es zum Tunnel geschafft, aber Alter, es ist echt alles Eis hier. So gesehen werden wir jetzt zurückfahren. So, also hier, super. Na, hier. Ja, es ist hier halt blöd, weil es angeeist ist. Ja, ist jetzt die Frage. Jetzt sagt man, kommt da schon durch. Ist halt natürlich blöd, weil es eisig ist. Und es ist eigentlich so irre witzig, weil das Ende ist da vorne. Und jetzt müssen wir hier umkehren. Das Ding ist halt nur, wenn was passiert, ist scheiße. Aber es war lustig, die Eiszapfen runterzuwerfen. Schaut ziemlich krass aus. Nur wenn da sich einer löst, auch durch die Vibration des Motors, keine Ahnung. Ciao, Kakao. Schau mal dieses Ding hier an. Huch, jetzt hab ich fast einen Spagat gemacht. Okay, wir fahren zurück. Moment mal an dieser Stelle. Ich geb's zu. Die Durchfahrt wäre zwar irgendwie sehr riskant gewesen, aber gleichzeitig dieses Abenteuer nicht mitzunehmen, ich weiß nicht. Ich fand auf jeden Fall, wir sollten es probieren. Und da der Umweg auch nicht ohne war, habe ich meinen Vater dann dennoch überreden können, es zumindest mal zu probieren. Langsam, langsam. Eins. Was? Okay. Langsam, langsam. Soll ich wieder? Ich bleib mittig, gell? Okay. Ja. Durch die Pfützen.
und rein ins Wasser. Ab in den... Okay, Vorsicht. Achtung, das ist nass. Gut. Ich will durch die Pfütze, weil da hast du eine Rille. Ist egal, wenn die Schuhe nass werden. Und dann können wir am Rand laufen. Genau. Pfütze, Wasser ist kein Eis. Warte, ich mach den Eispfosten weg. Warte kurz, ich hab's nicht. Okay. Langsam. Da vorne kommt jetzt dann die größte Pfütze. So. Hoffentlich haben wir es jetzt geschafft. Ich bin komplett durchgeschwitzt. Aber es ist okay. Aber hier schaut der Tunnel aus, als könnte man einfach durchfahren. So ein Abenteuer lassen wir uns doch nicht entgehen. Wir haben es geschafft, wer hätte das gedacht? Und jetzt direkt mal die Klappe runter. Alter! Ah, dieses Abenteuer. Unvergesslich. Teufelskälte, dieser. Was für ein Abenteuer. Ich bin immer noch froh, dass wir uns getraut haben, durch diesen Tunnel zu fahren, denn so haben wir dieses einmalige Abenteuer mitgenommen. Da drüben, da hinten. So, wo ist unser Hotel? Ich glaube, er hat gefunden. Das war's auch schon wieder mit dem dritten Video meiner Westalpen Offroad Tour. Im vierten Video geht's dann noch zur ligurischen Grenzkampfstraße. Wenn euch dieses oder eines der anderen Videos gefallen hat, freue ich mich über ein Abo oder ein Like. Und wenn ihr mehr zu mir oder meinen Touren wissen wollt, dann folgt mir doch einfach auf Instagram oder schaut auf meine Website. Ich freue mich auf euch und wir sehen uns im nächsten Video. Mehr Infos findet ihr auf www.raivadachi.com.